Ja, heute zeige ich euch eine Plank-Challenge für Anfänger. Und da könnt ihr auch gleich mitmachen. Bei dieser Übung stärkt ihr die gesamte Rumpfmuskulatur. Dabei fangt ihr ganz einfach an und steigert euch dann jede Woche. Ihr braucht dafür nur einen Timer und den kann man sich ganz einfach runterladen als App. Und wir starten ganz einfach mit 3 Durchgängen, jeweils 20 Sekunden Plank und dann 20 Sekunden Pause. Es geht jetzt auch gleich schon los. Ich aktiviere den Timer, der zählt runter und wir beginnen jetzt mit unserem ersten Plank. Die Ellbogen sind ungefähr unter den Schultern, die Hände können offen sein, auseinander oder ihr nehmt sie zusammen, ganz wie es euch bequem ist. Die Füße ruhen auf den Fußspitzen, die Füße sind ungefähr hüftbreit auseinander. Wichtig ist aber, dass der ganze Körper in Spannung ist. Ja, so schnell sind 20 Sekunden zu Ende, wir ruhen uns ein bisschen aus. Entspannen uns für einen Moment. Wir entspannen 20 Sekunden, genauso lange, wie wir angespannt hatten. Und das kann natürlich jeder individuell entscheiden. Ihr könnt auch gleich mit 30 Sekunden anfangen oder auch mit 60 Sekunden. Ganz wie jeder das am liebsten macht. 20 Sekunden Ruhe sind vorbei. Wir gehen über zu einem nächsten Plank. Wir halten wieder den gesamten Körper unter Spannung. Wichtig ist, dass wir eine Linie bilden zwischen der Halswirbelsäule, dem Rücken, die Oberschenkel, die Füße. Also nicht den Po nach oben strecken und nicht durchhängen lassen, sondern so fest wie möglich halten. Ja, die nächsten 20 Sekunden sind um. Ja, die Füße ein bisschen ausschütteln und ein bisschen locker lassen. Und es dauert ja nicht lange. Wir zählen schon wieder runter, sind schon wieder bei 7, 6, 5, 4, gleich geht's los. Wir starten die nächste Runde jetzt. Also wieder schön anspannen. Den Kopf, wie gesagt, unten lassen. Das ist hilfreich, wenn das Handy zwischen den Händen liegt und nicht weiter hinten. Also den Kopf nicht hoch, sondern unten lassen, damit die Wirbelsäule lang bleibt. Und wir sind jetzt schon zu Ende. Herzlichen Glückwunsch, das ist geschafft. Im nächsten Teil kommt der Seitenplank und dann kommt der Plank rückwärts am Rücken. Der ist ein bisschen schwieriger, sind aber alles 3 Anfängerübungen. Ja, schreibt mir doch bitte unten in den Kommentaren, wie ihr eure Planks macht, wie viel Sekunden Pause, welche Fortschritte ihr macht. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf eure Antworten, auf eure Kommentare und natürlich auch auf den Daumen nach oben. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr gerne mehr von mir sehen möchtet, dann abonniert doch ganz einfach meinen Kanal. Wenn ihr auf das Symbol mit der Glocke geht, werdet ihr ganz automatisch benachrichtigt, wenn ich ein neues Video ins Netz stelle. Ja, ich freue mich natürlich auch über Anregungen und Kommentare und auch über einen Daumen nach oben. Noch mehr Infos über mich gibt's auf meiner Webseite. Ich freue mich.